steigen wir direkt ein in das Geschehen der ADAC Procar Läufe 7 und 8 der Saison. Wir sind zum ersten Auslandseinsatz im holländischen Assen. Top in Form zeigten sich wieder die Fahrer des Engsler BMW-Teams. Die ersten drei Startplätze hatten sie auf ihrem Konto verbuchen können. Oliver Meyer mit Audi ist wieder dabei, kann dem aber genauso wenig entgegensetzen wie Peter Rigli, dessen Honda Civic nun endlich mal wertbare Ergebnisse bringen soll. Ein weiterer Neuzugang ist André Kruglik, der zwar schon mal in der Procar gefahren ist, aber vor etlichen Jahren und damals in der Division 2. Jetzt fährt auch er einen 3er BMW und wird zeigen, dass er mithalten kann. Im ersten Rennen werden sich mal wieder die Teamkollegen nicht ganz einig. Roland Härtner hat Probleme auf der Bremse, Florian Spengler versucht noch kräftig abzubremsen, die beiden berühren sich aber. Profiteur ist Johannes Leidinger, der an beiden vorbeiziehen kann. Er gibt die Führung dann auch nicht wieder her und gewinnt, wie zuletzt in Hockenheim, Rennen Nummer 1. Ja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Gab eine leichte Berührung der beiden vor mir in der Hanade, gleich in der ersten Runde. Ich konnte ihnen durch und habe dann mal richtig gepusht die ersten Runden, um ein bisschen Vorsprung rauszufahren, und es hat gereicht. Das Feld der ADAC Procar ist mit 25 Fahrzeugen in den drei Divisionen stark besetzt. Gleich mehrere Strafversetzungen in der Startaufstellung sorgten in den ersten Runden für eine bunte Mischung auf der Strecke. Da hatten dann gerade die Starter der kleineren Klassen mächtig viel um die Ohren. In der Division 3 hatte die Clio-Dominanz wieder zugeschlagen. Lars Nebelin fuhr auf Rang 3, Ralf Ahrens auf Platz 2. Den Sieg holte sich Andreas Kast und der hatte es nicht leicht. Ziemlich anstrengend. Fahrwerk war, also irgendwas war im Auto nicht ganz gut. Also hinten ziemliches Übersteuern. Und ja, musste mich zum Schluss richtig strecken, dass ich Alf noch hinter mir lassen konnte. Technische Probleme im Qualifying hatten Guido Thierfelder zurückgeworfen. Der Peugeot-Pilot hatte somit ein Déjà-vu, als er seinen Startplatz in der letzten Reihe einnehmen musste, am Ende aber einen Sieg holte. Ja, das kenne ich ja vom letzten Jahr schon, von hinten losfahren. Besser geht's nicht, von den ganzen als letztes loszufahren und dann zu gewinnen, ist ja ein Traum. Ist halt. Stehender Start zum Rennen 2 in Assen, im achten Lauf der Saison, danach ist Halbzeit. Und hier geht es nicht so gut los. Peter Rigli bleibt stehen. Hinter ihm ist schlechte Sicht für Saskia Müller. Die Fiesta-Pilotin versucht noch auszuweichen, erwischt aber das Heck vom Schweizer Honda mit ihrem Vorderrad und fällt ebenfalls aus. Zuerst kommt das Safety Car zum Einsatz, dann wird Neustart angeordnet. Die verkürzte Renndistanz auf 16 Minuten wird hinter dem Safety Car in Angriff genommen, also wieder ein fliegender Start. Florian Spengler hatte sich bereits beim ersten Start durchsetzen können und die Spitze übernommen. Die behielt er auch nach dem zweiten Anlauf und er holte sich gleich einen kleinen Vorsprung. In der kleineren Division 2 ging es eng zu. Guido Thierfelder und Benedikt Böckels wollten sich absetzen. Aber Ralf Glatzel blieb dran, nutzte im Verlauf des Rennens die gebotenen Chancen und konnte sich am Ende als Sieger aufs Podest begeben. Ja, das Rennen im zweiten Teil war eigentlich ganz gut. Böckels hatte eigentlich ziemlich Druck gemacht gehabt am Anfang und ja, ich glaube, ich wäre nicht mehr am Guido vorbeikommen, wenn er jetzt nicht noch auf Start und Ziel die Probleme gehabt hätte, dass er einen vierten Gang nicht reingekriegt hat. Ich war zwar dran, aber vorbeikommen wäre, glaube ich, unmöglich gewesen. Alf Ahrens war auch im ersten Rennen schon dicht dran an Andreas Kast. Ganz erstaunlich, denn vor ein paar Tagen hatte er noch nicht mit einem Einsatz hier in Assen rechnen können. Und in Rennen 2 konnte er dann sogar einen Sieg feiern. Ja, eigentlich unglaublich. Am Dienstag, Mittwoch hatte ich noch einen Motorschaden und habe den gewechselt nochmal hierher. Wollte ich wechseln und habe ihn auch gewechselt, aber ich wollte eigentlich gar nicht kommen. Und deswegen ist es unglaublich, dass ich überhaupt hier sitze als Erster und wichtige Punkte gemacht habe. Und also ich kann nur sagen, unglaublich. Florian Spengler ließ sich den Sieg in der Division 1 nicht mehr nehmen. Er holte den zweiten Erfolg des Tages für das Engsler BMW-Team. Ich weiß es selber nicht. Ich bin super mit der Strecke klargekommen. Das Auto lag mir einfach super. Vielleicht ist auch die Prüfung, die ich letzte Woche geschrieben habe, da ist mir ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Und vielleicht war ich deshalb so locker. Also war super einfach, ja. In der Tabelle führt er jetzt punktgleich mit Johannes Leidinger. Eine spannende Ausgangslage für die zweite Saisonhälfte, die bereits am nächsten Wochenende in Salzburg startet. Mehr Berichte aus der ADAC Procar gibt es wie gewohnt auf racingtv.de.